Ey, feuert er immer das Ding gegen die Tür rein? Ist denn der bescheuert oder was? Und damit herzlich willkommen zurück zu Folge 2 von Hotline Miami 2, Wrong Number. Ich bin immer noch der Max und wir versuchen jetzt mal rauszufinden, ob der Kamerad vielleicht ein korrupter Cop ist, den wir hier spielen. Oder ein Cop, der Dreck am Stecken hat oder keine Ahnung. Was muss ich denn jetzt hier eigentlich tun? Ah, hier muss ich hin. Schon wieder ein Mord, was? Ja, scheinbar haben sie es mit einem Serientäter zu tun. Pardo, okay, das ist wohl Detective Pardo. Dieselbe Nummer wie bei dem Kerl, den wir letzte Woche fanden, mit Botschaft und so. Ich bin unschuldig, ich wurde gezwungen. Ach was, ist ja mal was ganz Neues. Der Kerl ist definitiv ein Psycho, da kann einem Angst und Bange werden. Aber die Presse wird sich natürlich draufstürzen, verdammte Aasgeier. Bei den ganzen Morden in dieser Stadt wage ich zu bezweifeln, ob sie das überhaupt kratzt. Die brauchen ja erst ein paar Eimer Blut, bevor sie auch nur den kleinen Finger rühren. Der Fall ist wohl etwas gewöhnlich. Zu gewöhnlich. Keine blutrünstigen Details. Du meine Güte, in dieser Stadt kriegt man echt ein dickes Fell, was? Damit kam ich schon zur Welt. Mann, sind die alle hässlich. Habt ihr schon irgendwelche Hinweise? Nicht wirklich, dem Kerl wurde die Kehle aufgeschlitzt. Keine Spur von der Tatwaffe. Keine Fingerabdrücke, keine Zeugen, nichts. Ich informiere Sie, sobald es was gibt. Tun Sie das. Ich mache mich auf den Weg ins Büro und fange mit dem Papierkram an. Alles klar. Gute Nacht, Sir. Ja, mal sehen, wie gut sie wird. Geht's hier noch weiter hoch irgendwie? Ja, kann ich. Kletter, 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 mu. Und ich bin runtergegangen. Richtiger Dulli. Okay, wir spulen einen Film zurück. 25. Ah, das ist wahrscheinlich, was passiert ist. Was macht er denn? Übergießt er sich mit Piss? Alter, ist er fett oder? Das ist ja ekelhaft. Wie es hier aussieht. Er hat sich mit Pisse übergossen. Eine vollgeschissene Badewanne. Meine Herren. David. Guten Tag, hier spricht Eric von Miami Auto Repairs. Ich rufe an, um Sie zu informieren, dass wir mit dem Service fertig sind. Hallo, was spricht da? Geben Sie mir Ihren Boss. Kommen Sie im Laden in der 12. Avenue. Boah, jetzt haben Sie den Text. Oh nein, haben die das eingedeutscht. In der 12. Avenue. Northwest vorbei und holen. Ich rede mit Ihnen. Der mit Abstand beste Service in der Stadt. Klick. Hey, nicht auflegen, verdammt. Was für eine Unverschämtheit. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Hier. Es gibt einfach mal direkt keinen Hinweis. Aber wir haben rausgefunden. Ja, mein Auto ist doch da. Hard News. Schauen wir doch mal, was es für harte Neuigkeiten gibt. Jake, Lethal. Ah, ich habe jetzt verschiedene Protagonisten und muss verschiedene Waffen freischalten. Jetzt warte mal, der konnte doch irgendwie vorhin Roll Dodge. Lethal. Okay. Whatever. Okay. Hier ist niemand. Oh, der Dickwanz trägt wohl. Oh, das sind die Kameraden in den Wald. Wow! Oh, das ist ja Glas. Alter, bin ich schon wieder erschrocken, ey. Meine Hütte. Okay. Ihr seid hier zu zweit, ja. Oh, den habe ich auch getroffen. Treffe ich den von hier? Der steht nochmal auf hier. Jetzt nicht mehr. Was mit ihm? Er weiß nicht so ganz wohin mit sich. Okay. Mach ich das denn am dümmsten? So ja nicht. Also am dümmsten war das schon, aber. Du bleibst liegen, Junge. So, jetzt muss ich das hier ein bisschen timen.
und ihn möglichst auch gleich treffen. Shoot. Hast gedacht. Wo ist denn jetzt noch jemand? Ah, hier oben. Komm ich noch nicht ran. Aber von hier komme ich ran. Okay, 11 Schuss. Den muss ich mir gut einteilen. Ah! Die Tür nicht getroffen. Ist doch nicht wahr. Den Schädel zerb... Oh, nur noch zwei Schuss drin. War Floor clear nur, ne? Ach ne, hier hinten komme ich ja gar nicht mehr raus. Sie halten auf jeden Fall jetzt mal alle Knarren Gangster-Style. Mal noch weiter hoch. Okay. Geil. Bleibst da ja drinne. Oh, schade, ich dachte, ich vielleicht treffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immer dieses Glas. Das Ding gegen den Türrahmen gefeuert. Piu. Die Gedärme im Gang verteilt. Upsi. Alter, wie scheiße ist das denn? Oh. War jetzt die Knarre nicht ernsthaft leer? Ey, feuer da immer das Ding gegen die Tür rein. Bist denn der bescheuert oder was? Mann, du sollst hier Leute umnieten. Junge, nicht so einen Falztanz vollführen. Komm, weg da. Er passt dadurch, wenn man nicht am Stuhl hängen bleibt. Ah, Mann. Packt mich doch die Wut wieder, du. Schießt er nicht? Schießt er nicht? Eiskalt. Genau, dreh ich mir den Rücken zu dem Typen mit der Knarre. Mann! Ist doch nicht wahr. Oh Gott! Ey. Ich
wenn ich wütend bin, versuche ich immer ganz schnell zu machen. Dann klappt es gar nicht. So. Warte, Knittel leer. Fuck my life, Alter. Okay. Ja, genau. Weil sie nicht beide umfallen, wenn ich sie mit einer Shotgun beschieße. Die Scheiße. Pew. So, jetzt. Schotze ran hier. Was haben wir noch? Du. Na! Ah. Ich konzentriere mich nicht. Okay. Das war jetzt so schlecht nicht, außer dass jetzt mein Gewehr da oben liegt. Oh, fuck. Nicht dein Ernst. Steht da keiner mehr auf? Wow. Okay. Die softe Nummer. Wie, noch nicht fertig hier? Irgendjemand hier noch? Ja. Ah ne, hier oben geht's noch weiter. Shit. Also mir gefällt es mit den Lethal Throws. Mit den Lethal Throws auf jeden Fall. Sehr gut, sogar. Gefällt mir das. So. Ja, wer ist mit ihm? Achso, soll ich einfach nur mitnehmen? Okay. Ich gehe hier runter. Okay. Dann, schauen wir doch mal, was es mit dem Aktenkoffer auf sich hat. Allerdings wieder in der nächsten Folge, denn sind wir schon wieder soweit. Bedanke mich bis hierhin, unser OC Plus No. Bis zum nächsten Mal, haut rein!